Hallo, ich heiße Oliver Kemper, ich bin 52 Jahre und ich habe Morbus Bechterew. Ich bin Caro Tötmann, bin 40 Jahre alt und bin seit ungefähr 10 Jahren an Morbus Bechterew erkrankt. Also das war der Beginn meines ersten richtigen Schubs. Ich bin Leo, ich bin 30 Jahre alt, ich bin Choreografin und Tanzschaffende. Also ganz ehrlich, war das Schlimmste, als der Arzt mir das diagnostiziert hat. Bin da in ein sehr tiefes Loch gefallen, weil ich hatte sofort das Bild im Kopf, dass ich niemals auf der Hochzeit meiner Söhne mit meinen Schwiegertöchtern tanzen könnte, weil meine Wirbelsäule versteift ist. Das ist am Anfang wirklich erschreckend, ne? Wenn man gerade die Diagnose bekommen hat und sich dann fragt, so, wird mir das vielleicht auch so gehen? So wie Caroline Tötmann, Oliver Kemper und Leo leiden mehr als 10 Millionen Menschen jeden Alters in Deutschland an chronischen Rückenschmerzen. Ein Teil davon hat Morbus Bechterew, oftmals jahrelang ohne es zu wissen. Und genau das wollen wir ändern. Wir, das sind die vielen Aktiven der deutschen Vereinigung Morbus Bechterew. Morbus Bechterew ist keine neue Krankheit und dennoch weiß man wenig darüber. Sie beginnt oft in jungen Jahren in einem Alter von 15 bis 35, wird aber selten erkannt. Morbus Bechterew ist eine chronische rheumatische Entzündung, die vor allem die Wirbelsäule betrifft und auch als axiale Spondyloarthritis oder Axspa bezeichnet wird. Die Beweglichkeit der Wirbelsäule ist eingeschränkt und schmerzhaft. Auch Gelenke an Armen und Beinen können entzündet sein. Bei manchen Betroffenen Augen und Darm. Typische Symptome sind tief sitzende Kreuzschmerzen und Steifigkeit am frühen Morgen. Was hilft, sind Medikamente und vor allem viel Bewegung. Morbus Bechterew heißt für mich, ich lebe mit der Krankheit, aber nicht für die Krankheit. Ich persönlich glaube einfach durch Medikamente, durch Ernährung und halt auch durch Sport, dass ich die Krankheit dahingehend in den Griff kriege, dass sie nicht schlechter wird. Das ist mein Ansatz, mit der Krankheit umzugehen. Das sind so Sachen, die zwar körperlich anstrengend sind, aber mir danach ein unwahrscheinliches Glücksgefühl geben. Ich schöpfe da sehr viel Kraft raus, einfach weil ich weiß, ich kann es noch machen. Und das hilft mir bei dem Umgang mit der Erkrankung. Morbus Bechterew ist nicht heilbar. Die genauen Ursachen der Krankheit sind bis heute unbekannt. Das Wichtigste und Schwierigste ist, sie erst einmal zu diagnostizieren. Morbus Bechterew ist durch Röntgen, MRT und Blutuntersuchungen aufspürbar, aber gerade am Anfang nur schwer von normalen Rückenschmerzen zu unterscheiden. So dauert es im Durchschnitt heute noch bis zu 7 Jahre, bis die Diagnose gestellt wird. Bei Frauen wird Morbus Bechterew oft sogar noch später erkannt. Der Verlauf ist weniger erforscht als bei Männern, obwohl Frauen genauso häufig daran erkranken. Also ich kriege die Klinikaufenthalte der ersten 6, 7 Jahre kriege ich ohne Akte gar nicht mehr zusammen. Die Ärzte, die haben schon immer wieder signalisiert, dass sie den Verdacht haben, aber dass sie es nicht richtig greifen können. Also ich hatte eigentlich ganz andere Pläne, als der erste Schub auftauchte. Wir wollten in die Familienplanung einsteigen, beziehungsweise wir waren eingestiegen. Und ein halbes Jahr nach dem Absetzen der Pille bekam ich Morbus Bechterew. Und dann war an Familienplanung erstmal nicht mehr zu denken. Und habe dann angefangen, mich zu informieren, was geht und wie es gehen könnte. Wir haben tatsächlich fast 10 Jahre warten müssen, bis sich unser Kinderwunsch dann tatsächlich erfüllt hat. Aber er hat sich erfüllt. Mathilda ist jetzt mittlerweile 1,5 Jahre alt und komplett gesund zur Welt gekommen. Die Krankheit ist für jede und jeden anders. Aber niemand ist mit ihr allein. Die Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e.V. ist landesweit das größte Selbsthilfenetzwerk für Menschen, die an Morbus Bechterew erkrankt sind. Unsere Mitglieder sind Betroffene in unterschiedlichen Altersstufen mit unterschiedlichen Interessen und individuellen Verläufen. Was sie eint, ist der Wille und das Wissen, gut mit Morbus Bechterew zu leben. Dabei helfen die Erfahrungen und der Austausch von anderen Betroffenen. Morbus Bechterew ist keine leichte Krankheit, aber sie wird leichter in einer starken Gemeinschaft. Aus meiner kurzen Erfahrung mit der Diagnose, es gibt nicht diesen einen Weg, es gibt nicht diese eine
medikamentöse Therapie und es gibt 100.000 Dinge, die man theoretisch selbst ausprobieren kann, die helfen können. Das alleine rauszufinden, ist wie jedes Mal auch das Rad neu zu erfinden. Ich fühle mich oft auf mich selbst gestellt und da hilft es eben zu merken, dass man nicht wirklich alleine ist. Die DVMB bietet für die über 450.000 Morbus Bechterew Betroffenen in Deutschland eine Plattform. Wir bieten in unseren über 350 örtlichen Gruppen Bewegungs- und Begegnungsangebote. Wir beraten persönlich am Telefon, liefern verlässliche Fachinformationen zu Morbus Bechterew, starten bundesweit gemeinsame Aktivitäten mit unseren Mitgliedern und wollen noch so viel mehr als das. Das Ziel unserer Arbeit ist es, die Krankheit bekannter zu machen und damit die Diagnosezeit zu verkürzen. Unsere Vision bleibt, dass durch Wissenschaft und Forschung die Ursache von Morbus Bechterew bekannt und damit die Krankheit vollständig heilbar wird. Dafür arbeiten wir.